dann gerecht werden, wenn wir ihn. So, herzlich willkommen. Heute am 20.08.2022 in Nürnberg an der Werder Wiese haben die Ärzte für Aufklärung, so ich weiß, aufgerufen zum 75. Jahrestag des Nürnberger Kodex. Es ist ganz gut besucht. Gehen wir davon aus, so, ja, ist immer schlecht zu schätzen. 4.000, 5.000 Menschen werden hier sein. Und ich werde jetzt mal versuchen, Informationsmaterial, heißt Flugblätter, von startenlos.info zu verteilen. Ich gehe davon aus, es dürfte keine Schwierigkeiten geben. Und dass sich die Menschen informieren über die deutsche Frage, über die Lösung derselbigen. Und die Lösung ist das Potsdamer Abkommen. Das Potsdamer Abkommen vom 2.8.1945 muss erfüllt werden. Das ist die Aufgabe aller Deutschen, dieses Abkommen zu erfüllen, um uns in die Völker, die friedlichen Völker der Welt einzuordnen, für den Weltfrieden zu sorgen und unserer Verantwortung bewusst zu werden. Das wurde, wie gesagt, am 2.8.1945, Potsdamer Abkommen, wurde von den Alliierten aufgesetzt, wie es auch im Grundgesetz Artikel 139 steht. Die Entnazifizierung, die Entmilitarisierung der Person. Und dieses Anliegen tun wir von startenlos.info für die alle nachschauen auf Telegram, Webseiten, auf verschiedenen Plattformen einzulesen, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, was es bedeutet, nazifiziert zu sein. Die Person ist nazifiziert nach Staatsrecht. Die Person unterliegt dem Recht des Staates, den es angehört. Ich weiß, die BRD ist kein Staat, das weiß ich, wird aber unter die Menschen so gebracht und in die Köpfe genagelt, dass die BRD Deutschland wäre. Es verbietet sich deshalb in jeder Weise. Und dem ist nicht so. Die BRD ist eine Okkupationsverwaltung von den Anglo-Amerikanern. Wie jeder weiß, die Sowjetunion, heute Rechtsnachfolger die Russische Föderation, ist 1984 vom deutschen Boden gezogen, haben aber noch ihre alliierten Rechte. Gerade versuchen sie über die Ukraine diesen, da der Zweite wirklich nicht beendet wurde, läuft er fort. Gerade versuchen sie über die Ukraine diesen Krieg, der wo behauptet wurde, der Kalte Krieg ist beendet, er war nie beendet, seit 1945. Er hat nur, wie gesagt, er war kalt, partiell wurde er heiß geschalten oder ja, heiße Schauplätze. Jetzt haben wir wieder in der Ukraine, im Herzen Europas, dieses Problem. Und die Verwaltung, die Okkupationsverwaltung der BRD versucht das mit allen Mitteln zu unterdrücken, um uns wieder in die Katastrophe zu stürzen. Gut, lasse ich es mal dabei und werde jetzt mal versuchen, wie gesagt, Infomaterial unter die Menschen zu bringen und werde vielleicht unter Umständen nach getaner Arbeit noch mal einen kurzen Beitrag machen. Okay, sollte das schon mal sein. Tschüss, war. Ich erinnere hier nur an die vielen Haus.